Weiß ich mal, was das heißt, dass hier so eine rote Sentry links oben bei mir ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Na egal. So, die Sentry ziehen wir jetzt auch noch hoch. Wir brauchen jetzt zwar wahrscheinlich nicht mehr besonders lange, aber... Wir haben jetzt ja praktisch gewonnen, also... Ah, es ist ein bisschen blöd hier. Ah, 6 Minuten Nachspielzeit. Nicht schlecht. Na, 6 Minuten ist echt nicht schlecht, also... Da war sie zu spät, die Sentry. Na komm. Da hat der erste in die falsche Richtung geschossen. Oh oh, Sniper. Oh nein! Ja, Sniper eben. Ja, jetzt sieht er erstmal eine Gelb hier. Spion, die aktiviert meine Sentry. Nein, böser Spion. Ah. Na gut, da müssen wir gar nicht erst wieder hinlaufen. Dispenser zerstört. So, komm. Wir sind kurz davor zu gewinnen. Da können wir jetzt mit dem Heavy, glaube ich, am besten helfen. Lass er vielleicht kurz runtergehen. Danke. Wagen fährt nicht weit. Komm, dreh dich. Ah! Der hat hier einen Teleporter gebaut. Das ist, glaube ich, ja immer so eine schlechte Idee. Oh, oh. Ich glaube, das könnte ein Spy sein. Ist es aber nicht. Oh, ich bin falsch rumgelaufen. Das war natürlich nochmal doppelt intelligent. Übrigens, wenn ihr auf Facecam oder sowas verzichten könnt, dann guckt euch lieber die Videos auf YouTube an als die Twitch-Wiederholung. Ich glaube, ich mache dem das mal eben kurz nach. Bauen natürlich erstmal wieder ein Dispenser hin. Aber auch nochmal eben schnell einen Teleporter-Eingang. Mission startet in 30 Sekunden. So. Und was? Nein! Scheiße! Oh nee! Oh nee, es gewinnt Holland hier oder was? Mission startet in 10 Sekunden. Oh nee. 5, 4, 3, 2, 1. Das gefällt mir gar nicht. Oh. So, was ich eigentlich machen wollte, war so ein Teleporter-Eingang. Ja, Nummer 3. Baue ich einfach mal so nach hier. Teleporter wird aufgestellt. So. Gucken wir das einfach mal eben kurz hier nach. Sieht der Stream jetzt vernünftig aus?
Ruckelt er nicht? Oder stimmt irgendwas nicht? Schauen wir erstmal fürs Leveln. Und nehmen dann den Dispenser mit. Okay. Obwohl. Doch. Ich nehme den hier jetzt bei ebenso. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wo sich Teleporter Ausgang hinbauen. Hammer. Versuchen wir es doch mal. Geil. Was braucht man dafür? Ich will das haben. Sowieso tot. Und wir haben einen zweiten Zuschauer, beziehungsweise haben wir eigentlich den ersten Zuschauer. Hallo und ein herzliches Willkommen. Wenn du Zuschauer, nein, natürlich schaust du zu, es wird willkommen, Klickwort sein. Oh, Leute. Dann begrüße mich doch eben kurz über den Chat. Na, es ist ein bisschen zeitversetzt hier, also. Aber schreib einfach mal gerne mal in den Chat, wenn du hier aktiv gerade zuschaust. Ne, wie soll man inaktiv zuschauen? Ich weiß es nicht. Und schreib auch mal gerne. Aber mich auch gut gehört, weil ich habe ein bisschen was an der Audioqualität geändert. Weil ich davor ein paar Mal übersteuert habe. Vielen Dank. Oh, jetzt haben wir schon 3 Zuschauer. Es bleibt dabei. Schreibt bitte eben kurz unten in den Chat. Dann. Oder schreibt irgendwelche Fragen, sagt irgendwas, dann kann ich mich mit euch austauschen, mit euch kommunizieren. Oh, mein Rücken. Oh, oh. Naja, der ist wohl nicht mehr da. Achtung, hey ho! 5 Minuten für ja, hi. 5 Minuten für Alter, die sind es hier gerade echt ein bisschen am Bedrängen, das ist nicht gut. Ja, hey, wie gesagt, meine Frage. Hört man mich vernünftig? Das Ding steht hier immer noch doof rum, ne? Wir setzen jetzt einfach mal so einen Ausgang hier mitten hin. Das ist natürlich sehr... Bringt es natürlich sehr. Aber so ist das halt manchmal. Ja, die Holländer, die... Holländer halt. Die haben hier gewonnen. So ist das. Ich nehme den mal eben mit. Ja, der hat erstmal direkt den Teleporter benutzt. Hat vollgebracht, weiß, musst du gar nichts sagen. wo platzieren wir das hin? Eigentlich gibt es hier noch keine gute Position, wo man so einen Dispenser hinstellen kann. Das heißt, wo man allgemein als Engineer spielen kann. Na, vielleicht kann man... Na, hier vielleicht. Versuchen wir es mal hier, was hinzustellen. Who stopped pushing the couch? I won't. Na gut, bauen können wir das natürlich eigentlich jetzt schon. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Okay. Der Sound vom Game ist ziemlich laut. Zu laut. Dann begebe ich mich mal kurz hier aus der... Scheiße.
Ach, der ist schon tot, okay. Danke. Okay, das können wir ja ändern. Dass der Sound zu laut ist. Die Bombe nähert sich einem Kontrollpunkt. So sollte das. Was war das? So sollte das eigentlich besser sein. Oh, komm. Kannst ja auch gern schreiben, ob es so nun besser ist. Ja, gestern hatten wir auch ein interessantes Gespräch. Hatte ich ein interessantes Gespräch mit. Oh, es gab eine Abstimmung, habe ich das gar nicht bemerkt. Hatte ich auch ein interessantes Gespräch mit jemandem über Internetleitungen, dass wir hier. Ah, Tagesschau, brauchen wir jetzt nicht. Dass wir halt hier eine recht schlechte Internetleitung haben. Oh. Und dass ich deshalb in keinen besonders guten Qualität streamen kann. Ist leider so. Ja, ich denke mal, so sollte das eigentlich besser sein mit dem Gameplay-Sound. Das können wir so oder so nicht mehr aus... Oh, falsch rum. Nicht mehr ausbauen. Und eigentlich, dass der Dispenser hier so steht, dass hier keiner vorbeikommt, hat eigentlich auch einen Vorteil. Weil die Spies müssen erst den Dispenser kaputt machen, bevor sie kommen können. So, ich dominiere ihn direkt. Ja, viel besser. Na dann. Warum? Warum? Na egal. Na, aber gut, ist halt so. Ich kann hier praktisch nichts machen. Aber wir sind schon deutlich. Ich trage mal die Sentry durch die Gegend. Ich kann da praktisch nichts machen, solange keiner sich, kein Anbieter sich hier erbarmt, hier für eine schwierige Leitung hinzulegen. Oh. Es liegt leider nicht an mir. Wir sind schon deutlich weiter. Aber wie gesagt, sollte euch die Qualität etwas nerven, was sie sicherlich tun wird. Oben seht ihr den YouTube-Link eingeblendet. Dort kann man sich das Ganze in vernünftiger Qualität angucken. Aber so hat man hier halt den Vorteil, dass man halt direkt mit mir interagieren kann. Wo habe ich jetzt den Dispenser eigentlich gelassen? Steht er noch da hinten rum? Schätze ich mal, oder? Ah ja, da steht es richtig hier rum. Also dass man halt irgendwelche Fragen stellen kann, wie auch gestern halt. Was für eine Leitung hast du? Dies, das, jenes halt. Gut. Und auf YouTube sieht man halt die Facecam nicht. Das mag manche stören. Manche denken sich, ja, Facecam ist sowieso scheiße, finde ich gut. Dann schaffe ich das, die wieder so hinzustellen, dass hier keiner vorbeikommt. Der hat geschossen, oder? Ja, das kann kein Fall sein. Der vielleicht? Ne, glaube ich auch nicht. Obwohl. Ah. Hammer. Ich denke, wir könnten eigentlich mal den Teleporter-Ausgang hier uns holen. Eben kurz. Und den irgendwo hinstellen, wo es auch dem Team was nützt. Und nicht, wo er nur 3 Meter weiterhin teleportiert wird. Das würde vielleicht auch was bringen. Und ihr, beziehungsweise du, ich habe ja gerade einen Zuschauer, kannst du auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du das Deutschlandspiel gucken wirst. Also, naja, wahrscheinlich wird jeder das Deutschlandspiel gucken, aber interessiert mich jetzt gerade einfach. So. Ich würde sagen, ich platziere den einfach mal genauso hinter dieses Dings. Ja, so. Na komm. Lass mich vorbei. So, die Sentry Gun, die bauen wir hier wieder ein bisschen auf. Jo, funktioniert. Sehr gut. Na dann. Der teleportiert sich in die Wand rein. Der nicht. So, wir sind jetzt praktisch am Ende. Also, werde ich dem Team auch nochmal eben kurz aktiv helfen. Oh Gott. Warum? Okay. Oh Gott. Das hätte man besser lösen können. Deutlich besser. Aber ich habe hier direkt 2 Errungenschaften frei. Ich kann mal gucken, was für Errungenschaften habe ich schon. 63 von 506 Errungenschaften habe ich.